Drei intensive Sitzungstage liegen hinter uns nach der Sommerpause und in der Sitzung im September des Thüringer Landtags wurde zum ersten Mal seit 10 Jahren eine Steuersenkung beschlossen und damit Menschen im Land entlastet, nämlich mit der Absenkung der Grunderwerbsteuer auf 5% von 6,5%. Wir sind nicht mehr Spitzenreiter bei dieser Steuer, die Rot-Rot-Grün 2014 angehoben hatte, wo wir damals schon gegen die Anhebung waren. Und jetzt werden insbesondere Familien entlastet mit einer Familienpauschale, die für den Ersterwerb von Grundstücken für Familien eine Komplettentlastung von der Steuer vorsieht. Außerdem haben wir über die wirtschaftliche Lage gesprochen und die trübt sich leider kräftig ein. Und hier muss endlich was passieren, um Bürokratie und vor allen Dingen auch Prozesse in der Verwaltung deutlich zu beschleunigen und den Mehltau, der über der Verwaltung liegt, endlich loszuwerden. Außerdem haben wir über Gastronomie gesprochen und die Absenkung der Steuer auf 7% Mehrwertsteuer, die muss auch über den 31.12. hinaus erhalten bleiben. Hier hat der Landtag einen Beschluss gefasst, damit die Landesregierung sich im Bundesrat dafür einsetzt, damit unsere Gastronomen nicht zusätzlich belastet werden und nicht weitere Gastronomen eventuell deswegen auch schließen müssten. Was noch für große Diskussionen sorgen wird, das ist der Landeshaushalt. Der ist eingebracht worden in dieser Parlamentssitzung und gerade mal 48,85 Euro, also weniger als eine Tankfüllung oder ein 49-Euro-Ticket, ist noch in der Rücklage vorhanden. Und im gleichen Zuge wurde der Haushalt um 700 Millionen Euro aufgestockt und damit alles leer gemacht, was in der Rücklage noch vorhanden ist. Das können wir so nicht hinnehmen, denn das gefährdet die Zukunftsfähigkeit des Landes für alle Menschen, die hier wohnen. Und deswegen muss der Haushalt jetzt dringend intensiv diskutiert werden. Und so, wie er jetzt vorliegt, können wir diesem Haushalt nicht zustimmen.